Und ich wollte das auch in so einer Art und Format haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr dabei eingeschaltet habt. Ich weiß, es ist schon etwas länger her und ich habe mal ein paar Videos hochgeladen, aber nicht wirklich viele. Ich weiß auch nicht, wann dieses Video online kommt, weil das, was ich jetzt drehe, ist jetzt August schon. Ich habe zurzeit eine Pause gemacht, aber das werde ich euch dann nochmal in einem separaten Video erklären. Ich hatte irgendwie gerade heute Lust gehabt, euch mein Bookjournal euch zu zeigen und ein bisschen näher erläutern, wie das Ganze aufgeteilt ist, wie das Ganze gelaufen ist und wie das aussieht und so weiter. Falls du jetzt ganz gerne wissen willst, wie das Bookjournal drin aussieht, dann würde ich vorschlagen, bleib einfach dran. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Und bitte nicht vergessen, abonniert meinen Channel, kommentiert fleißig. Abonniert auf unterschiedlichen Kanälen, damit ihr ja keine schwachsinnigen Videos von mir verpasst. Und gebt doch einfach mal ganz liebe Kommentare ab, denn die Welt braucht ein bisschen Liebe. Genau. Bevor ich starte, ist natürlich jetzt die Frage, woher habe ich dieses Buch? Und dieses Buch habe ich vor Jahren mal bei Aldi gekauft. Es ist schon etwas sehr lange her, also bestimmt schon. Also nicht, 2, 3, 4 Jahren. Und es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich ein Journaling mache. Ich hatte eigentlich nie wirklich Bock gehabt, mich da an Bookjournaling dran zu setzen, weil erstmal ist das ein Haufen Arbeit. Und zweitens, Journalizing ich ja eigentlich ja teilweise wirklich auf dem PC, also ich schreibe schon auf, was für gelesene Bücher ich habe und was für Bücher ich im Bücherschrank habe, aber mehr auch nicht und das war's dann. Und dieses Mal ist es jetzt mal was anderes. Ich meine, ich mache das noch gleichzeitig mit dem PC, aber dieses Mal ist es so, dass ich tatsächlich ein Bookjournaling gemacht habe und nächstes Jahr wird es wieder ein Bookjournaling geben, vielleicht in einer etwas anderen gestalterischen Art und Weise. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Seite. Also hier steht natürlich Bookjournaling 2020. Und hier ist es ein Bild. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Schöner Verlag und die haben so unglaubliche, tolles Sortiment und da gibt es Bilder und sehr viele Sprüche. Das seht ihr dann auch in den einzelnen Seiten und oder auch Bilder. Und immer wenn es mir mal schlecht geht, schaue ich mir immer den Katalog an oder verbringe Zeit mit der geistigen Welt und dann bekomme ich immer gute Laune. Egal, ob das jetzt ein Buch ist oder ob das der Katalog ist oder ob das jetzt Engelsmusik ist oder ob ich den Engel um Hilfe bitte. Und deswegen habe ich ein Foto draufgeklebt. Und das ist ganz grün. Und falls ihr jetzt im Hintergrund irgendwelche Geräusche gehört, draußen im Garten bei uns wird gerade gebaut. Das heißt, der Rasen ist gerade weggemacht worden, da wird ein bisschen zertrampelt und also es ist Gartenarbeit und da sind ganz viele Leute da, die gerade versuchen, innerhalb von einer Woche den Rasen und das ganze Zeug gerade zu biegen, denn es wird bald wieder die Hitze kommen. Genau, hier ist die Treppe und ihr seht das ja, also ich weiß auch gar nicht mal, wie das Bild heißt, das weiß ich nicht mehr, aber das spielt keine Rolle. Genau. Dann fand ich dieses Bild ebenfalls schön. Das ist ein Engel der Träume, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe einfach dieses Bild ausgeschnitten, weil ich das so schön fand. Und die Sätze fand ich übrigens auch sehr, sehr, sehr schön. Und da ich sowas nicht kann, habe ich das am besten genau gestaltet und genommen. So, und dann haben wir hier, vielleicht sollte ich einfach mal, wenn es spannend ist, dann besser so machen. Ihr habt das ja schon gesehen, aber beim nächsten Mal ist schon wieder ein Text von der spirituellen Branche. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich lese es euch einfach mal vor. Die Blume
des Lebens, ein Symbol, das uns im Miteinandersein verbindet, denn alles ist verbunden und steht in Beziehung zueinander. Der wunderschön gestaltete Kalender bringt dir jeden Tag ins Bewusstsein und inspiriert dich beim Betrachten und Lesen des jeweils kurzen Zitats. Bring dein Licht in die Welt. Deine Lieblingsmotive kannst du dir später einrahmen, verschenken oder für andere kreative Ideen verwenden. Ja, da habe ich tatsächlich so Texte ausgeschnitten, die ich irgendwie total prickelnd fand und die mich auch irgendwie so ein bisschen daran erinnern. Und jetzt im Nachhinein hätte ich die wahrscheinlich auch schon weggeschmissen, weil das passt irgendwie gar nicht zu dem Kontext. Aber ist egal. Ich liebe einfach die Texte von Schöner Verlag und alles, was im Schöner Verlag drin ist, im Katalog vor allem, das zeige ich euch vielleicht auch mal in einem separaten Video, weil das ist so schön gestaltet mit wunderschönen Farben, Formen, Schriftzüge und wunderschöne Texte. Und es ist so schade, diesen Katalog wegzuschneiden, weil es wirklich mit viel, viel Liebe gestaltet worden ist. So, auf die nächste Seite ist das Inhaltsverzeichnis. Da habe ich einmal das Leseziel gemacht, den Buchstabensalat. Das fand ich, habe ich irgendwie wo abgeguckt bei einem Verlag. Das konnte man auf Google herausfinden oder gucken. Dann gibt es natürlich den Substatus. Anfangs war es so, dass ich erstmal gedacht habe, okay, ich schreibe nur mal ein paar Subbücher auf. Mittlerweile habe ich tatsächlich alle Subbücher aufgeschrieben. Dann waren es natürlich auch nochmal die unvollständigen Reihen, was ich dazu mal im Video mal gedreht habe. Die unvollständigen Reihen bedeutet die Reihen, die ich noch nicht vollständig habe. Also zum Beispiel das Reckless Buch Nummer 3 oder Silber 2 und 3. Da sind auch einige noch dazugekommen. Und dann kommen wir zu den gelesenen Büchern. Da gibt es einmal gelesene Bücher im Januar. Das zieht sich dann hier runter, aber natürlich kommt hier auch nochmal 20 Bücher für 2020. Da werde ich euch auch nochmal ein kurzes Update geben, sobald ich vielleicht nochmal die Lust habe, dazu ein Video zu drehen. So wie jetzt gerade, dann drehe ich das auch. Genau, und hier geht es dann weiter mit gelesenen Büchern. Februar, März, Neuzugänge im März, gelesene Bücher im April, Subliste und gelesene Bücher im Mai. Achso, und das wurde noch nicht fortgesetzt, also da muss ich eigentlich tatsächlich auch nochmal von Juni und Juli nochmal ergänzen. Neuzugänge und wie der Substatus heißt und das fehlt. Tatsächlich will ich beim nächsten Mal wirklich so machen, dass ich wusste ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie das ausenden wird beim Inhaltsverzeichnis. Und das ist schon, das gefällt mir erstmal gar nicht, weiß noch nicht, ich bin so ein kleiner Perfektionistisch, also falls ihr das merkt. Auf jeden Fall gefällt mir das gar nicht und ich hätte es ganz gerne nochmal ein bisschen sorgfältiger gemacht und es war so ein bisschen kuddelmuddelartig. Also ich habe hier auch für die nächsten zwei Seiten, also 1 und 2 Seiten, habe ich tatsächlich für das Inhaltsverzeichnis stehen gelassen, weil ich nicht wusste, werde ich Bücher kaufen? Eigentlich war das ja kein Ziel, aber werde ich sie kaufen, wenn nicht? Oder werde ich mit 2 Seiten hinkommen, weil das ist das erste Mal, dass ich überhaupt sowas mache und da weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt mit Platz technisch hinhaut oder nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend wird es beim nächsten Mal so sein, dass ich die 2 erstmal freilasse und dann im Nachschuss oder Nachhinein gucke, wie das wird, weil ich glaube, das wird platztechnisch reichen, wenn ich noch ein paar andere Ideen dazu habe. Genau, also ich muss das hier noch ergänzen, das mit Mai, Juni und Juli, Juni, Juli, die Neuzugänge nochmal dazu und im Anschluss darauf wird dann tatsächlich dann wahrscheinlich nochmal das Endresultat geben. So, kommen wir wieder auf die nächste Seite. Ich muss das immer mal wieder abdecken. Da ist ein Bild von, auch wieder von Schöner Verlag, was auch als echtes, das ist nicht einfach so ein Bild, wo man das ausschneiden kann, sondern auch, dass man auch kaufen kann. Also nicht wundern, du bist einzigartig und das sollte mich immer jeden Tag daran erinnern, dass jeder von uns einzigartig ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das, gehen wir da rein. So, dann kommen wir zu dem Leseziel, was ihr ja schon gesehen habt, das ist das erste Kapitel. Hier ist natürlich, hätte ich natürlich, wusste ich vorher nicht, was
soll ich aufschreiben? Also überhaupt, wie beginne ich überhaupt? Und dann habe ich mir gedacht, okay, you know what, wir starten einfach mit dem Leseziel. Genau, und dann habe ich mir überlegt, aha, welches älteste Subleichen ich habe. Das sind so einige, es gibt aber tatsächlich noch mehr. Ich habe mir jetzt einfach intuitiv rausgesucht, 3. Hätte auch anders sein können, aber intuitiv. Und ich wollte das auch in so einer Art und Format haben. Das habe ich bei irgendjemandem abgeguckt, ich weiß aber nicht wen, weil ich wusste auch irgendwie gesagt auch nicht, wie ich das kreativ gestalten soll. Und wenn überhaupt sowas zu gestalten, da bin ich sehr, sehr pingelig und möchte es auch straight ahead haben und auch wirklich perfekt haben. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Dann kommen wir zum Substatus oder Substand, den aktuellen Stand. Den kannte ich bislang noch gar nicht. Ich hatte tatsächlich eine Liste gehabt, aber ich habe dann immer mal wieder reingeguckt und späterher nochmal ergänzt und herausgefunden, wie viel Substand ich hatte. Der war tatsächlich vom Stand Januar, also nicht wundern. Und hier war es natürlich das Ziel, dass ich ca. 50 Bücher lese. Ob ich das geschafft habe, das werdet ihr dann auch erfahren. Ihr könnt es natürlich euch denken, aber ich glaube, darüber können wir dann auch im separaten Video reden. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ich hoffe, euch wird es nicht schwindelig. Der Buchstabensalat. Da ist, ihr könnt schon sehen, vielleicht habt ihr schon ein paar Titel erkannt. Das fand ich auch so ein bisschen witzig, ein bisschen spannend. Ich wollte unbedingt auch etwas Kreatives reinsetzen. Und alle Bookjournals, die ich gesehen habe, fand ich nicht so gut oder nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das selber zu machen. Und deswegen wollte ich auch einen Buchstabensalat haben. Und die meisten kosteten, waren auch irgendwie ein bisschen teurer, oder 15 Euro ungefähr. Und das war nicht so, wie ich es gerne hätte. Und deswegen habe ich meinen eigenen Buchstabensalat reingesetzt mit meinen eigenen Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, ich glaube, da waren ca. 10 Stück. Die Lösung habe ich auch nochmal aufgeschrieben. In 3 Jahren werde ich da reingucken und gucken, ob ich ein paar finde und ein paar nicht finde. Ja. Ich hoffe, ich habe hier schon ein paar gefunden. Kommen wir zum meine Subbücher. Das war der erste Streich meines Subbücherstapels. Ich habe auch in einem der Bücher gesehen, dass man das irgendwie abgucken kann und das sah für mich leicht aus. Deswegen habe ich sie in so einer Art und Weise wie Bücher gestaltet, aber das sieht überhaupt nicht aus wie Bücher. Ja, ihr wundert euch tatsächlich, aber dann habe ich gesagt, gut, okay, dann lassen wir das und habe festgestellt, es passt nicht. Dann habe ich mir überlegt, sollte ich jetzt wirklich alle Subbücher reinschreiben oder nicht, weil das ist schon eine ganze Menge an Subbüchern, die ich hier habe. Und dementsprechend habe ich erstmal ein paar 2 Seiten ausgefüllt und für mich war dann die Frage, passt das überhaupt alles oder sollte ich vielleicht doch lieber alles aufschreiben? Und ein paar Subbücher hier, seht ihr, habe ich schon angemalt. Das sind die Bücher, die ich schon gelesen habe. Ich kann euch ein paar zeigen. Ihr könnt das ja schon sehen. Hier ist das Jenny von Ursula Flacke, Syrenka Buch, wie ich dich sehe, Sarah Crossen, Wunder wie diese. Also das sind so meine Subbücher. Ja, dementsprechend habe ich mir überlegt, sollte ich das vielleicht nochmal ausführlicher schreiben? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ausführlicher zu schreiben. Also, ich habe eine Subliste von Dezember 2019 und die nächsten Seiten beinhalten meinen kompletten Sub. Ich habe das dann auch mit so ein kleines Häkchen gemacht, also so ein kleines Kästchen, damit ich auf jeden Fall ausmalen konnte, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich 100 Mal hier quasi immer gezählt habe und mich immer verzählt habe. Einmal auch gedanklich mich verzählt habe und dann auch immer mal wieder schriftlich mich verzählt habe. Deswegen stehen auch hier wiederum Zahlen. Das, was grüne ist zum Beispiel, das könnt, weiß ich nicht, ob ihr das sehen könnt, bedeutet, dass ich meiner Meinung nach schon gelesen habe. Ich glaube, das Buch habe ich nicht gelesen. Aber dass ich das schon mal gelesen habe und trotzdem auf mein Sub steht. Also Eva Völler zum Beispiel steht auf mein Sub, obwohl ich das Buch eigentlich schon längst gelesen habe, vor Jahren mal, aber nicht mehr weiß, wie es weitergeht. So, und das geht dann in den nächsten 10, 20 Seiten, 10 Seiten, sage ich mal. Und irgendwann mal habe ich dann auch vergessen, richtig zu zählen. Ich habe dann auch mal wieder hier aufgeschrieben, Sub 284 bis 303, weil Moira konnte nicht zählen.
Genau, und dann habe ich irgendwann mal einen Fehler gemacht beim Zählen mit der Seitenzahl. Das ist mir dann auch erst 6 Monate später aufgefallen. Und dann habe ich das doppelt gezählt. Also hier ist 31 und da bin ich schon wieder 31. Genau. Ihr habt schon gesehen, wiederum ein Bild von einem Engel. Muss ich euch nichts Näheres erläutern. Die nächste Seite ist die unvollständige Reihe. Das hier steht, erfülle dir deine Träume. Und da habe ich tatsächlich alle Bücher aufgeschrieben, die ich unvollständig habe. Unvollständige Reihen. Ihr habt es schon gesehen, aber ich muss euch das nicht verdecken. Genau, hier ist wiederum ein Bild, beziehungsweise zwei Bilder. Nee, ein Bild. Habe ich auch wiederum mit einem Sprüchlein besehen, zwei Sprüchlein. Das fand ich auch ganz, ganz, ganz schön. Und ja, jetzt beginnen wir mal mit dem gelesenen Bücher im Januar. Ich zeige euch dann auch mal gleich im Anschluss den Vergleich mit Februar. Also ich habe quasi komplett aufgeschrieben, was für Bücher ich gelesen habe im Januar. Also ich habe mir nicht das Ziel genommen zu sagen, okay, die Bücher nehme ich und die werde ich lesen. Bei mir ist das so, ich entscheide eigentlich immer manchmal intuitiv, obwohl ich eigentlich nie weiß, welche Bücher ich lesen soll, weil ich ja 100-fach Bücher habe. Genau, auf jeden Fall könnt ihr sehen, das sind also Bücher, das sind die gelesenen Bücher. Ich habe die dann in Farben ausgemalt, weil ich schon ganz gerne wissen will, wie das aussieht in einer Lesetabelle, und das könnt ihr auch gleich sehen. Im Anschluss steht natürlich auch drauf, wie viele Seiten sie hatten, damit ich auch rechnen kann, wie viele Seiten ich insgesamt in einem Monat gelesen habe. Für mich war es auch wichtig zu wissen, Taschenbuch, gebundene Kindle-Version, ich habe kein Kindle, Genre, Fantasy, was für ein Genre ich gelesen habe, und das habe ich dann auch in Art Casting gemacht, um auszumalen. Natürlich auch nochmal Sprache, Deutsch, Englisch. Wenn das schnell gehen soll, geht schnell. Wenn nicht, dann nicht. Nein, Spaß. Hier ist dieses Lesetagebuch, was ich meinte. Das heißt von Montag bis Dienstag, von Montag bis Sonntag. Und das ist der Monat Januar bis, also ich denke, komplette Januar. Und vom 1. Januar bis zum 31. Januar. Und da habe ich natürlich, wie ihr seht, die Farbe ausgemalt, welches Buch ich wann gelesen habe. Also heißt, die Farbe gelb war Elisabeth, der Taubenbaum. Das heißt, am 1. habe ich begonnen mit diesem Buch bis zum, ja, circa 11., weil dazwischen war Knister, Hexe Lilli, macht Zauberquatsch. Wahrscheinlich habe ich hier auch wieder einen Fehler. Und Cornelia Funke, die wilden Hühner, Band 1. Also das muss nur Band 1, hier die beiden, und dann kam das. Und dann habe ich, bis zum 15. habe ich das Buch beendet, fertig. Und das gefällt mir überhaupt nicht, weil ich dann immer zwischendurch zwei Bücher lese. Das finde ich dann farblich nicht richtig schön. Deswegen lese ich auch immer eins Buch nacheinander. Deswegen kann es auch sein, dass es dauert, bis ich mein Buch beende. Das war der Anfang zu Beginn. Ich wusste noch nicht so genau, wie ich das gestalten sollte, wenn ich sage, okay, ich habe Bücher gekauft, ich habe insgesamt an Seiten gelesen, insgesamt an Seiten von Monaten, obwohl das war Beginn des Jahres. Und wie viele Bücher muss ich noch mal lesen bis zum Ziel? Und wie viele Sterne habe ich vergeben? Habe ich Subbücher gelesen? Also was? Und das habe ich jetzt so in der kurzen Form quasi ja aufgeschrieben. Ne? Also das ist eigentlich die Kurzversion von Januar. Danach kommen hier tatsächlich wieder Bilderchen mit Erzengel. Das ist Geld fließend. Widersprüchlein, du darfst dir die Erfüller erlauben. Muss ich nicht näher drauf eingehen. Genau, jetzt beginnen wir mit dem zweiten Part. Da steht es natürlich drin, 20 Bücher für 2020. Hier könnt ihr schon mal kurz im Vorab sehen, da sind schon einige, die ich ausgemalt habe. Das sind 20 Bücher. Da habe ich gedacht, okay, you know what, ich beginne einfach damit und mal sehen, ob das funktioniert. Das ist natürlich die nächste Seite. Daraufhin wieder gelesene Bücher, Februar. Und hier habe ich tatsächlich wieder aufgeschrieben, welche Bücher ich gelesen habe. Taschenbücher, gebundene Bücher, Genre, Sprachen und natürlich die Rezensionsexemplare. Da ist es jetzt aber anders geworden. Da habe ich tatsächlich aufgeschrieben mit so einer Art Kästchen, weil das, was eben war, mir nicht gefallen hat. Bücher gekauft, gelesene Bücher, insgesamt an Seiten und insgesamt komplett. Und dann natürlich aufgeschrieben, habe ich sie rereadet? Welche rereadet habe ich?
Und im Anschluss darauf kürzeste Buch und das längste Buch und natürlich auch nochmal die Bewertung, die ich natürlich nicht vollständig aufgeschrieben habe, weil ich sie im Kleinen schreiben musste. Genau. Und so sieht das Lesetagebuch aus vom Februar mit ein Sprüchlein, was mir gut gefällt, weil, muss ich ganz mal sagen, außer diese Seiten, weil, ne, dazwischen gequetscht, weil es so ordentlich aussieht. Wobei, ich habe das hier mal bunt gemacht und da sieht es schon besser aus. Ich zeige euch jetzt nochmal, das geht so weiter mit diesen Büchern, aber ich zeige euch jetzt nochmal, was dazwischen passiert ist. Einmal mit dem gelesenen Monat im März, ganz kurz. Hier einmal im Kurzschnitt gelesene Bücher, Hörbücher, Taschenbuch, gebundene Genre, Sprachen, ne, Deutsch, Englisch, welche Bücher habe ich gelesen? Und hier habe ich tatsächlich nochmal aufgeschrieben, wie im Februar, Bücher geschenkt, Bücher gekauft, gelesen, insgesamt, gesamt, komplett, kürzeste Buch, längste Buch und die kompletten Bewertungen. Und da kommt auf einmal die geschenkten Bücher, die ich zum Geburtstag bekommen habe, weil ich ja im März Geburtstag habe. Und im Anschluss darauf natürlich die Lesetagebuch. Okay, keine Ahnung, was das Geräusch war. Dann habe ich wieder ausgemalt. Ganz normal, also nicht so bunt wie davor. Und dann kommen wir zu den Neuzugängen. Und da wir die Neuzugänge haben, müssen wir separat nochmal aufschreiben, was für Neuzugänge wir im März gekauft haben aufgrund von Corona. Ja, und dann beginnen wir hier wieder mit gelesenen Büchern. Und zum Schluss ist es so, dass wir das dann anders gestaltet haben am Ende vom Lied, weil erst einmal mussten wir wieder die Subliste aufschreiben von April, weil da wieder neue Bücher dazugekommen sind. Das müssen wir zum dritten Mal machen. Und dann ist hier einmal Gelesene im Mai. Komplett gelesen, Formatsprachen, hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Und diesmal sieht es so aus. Also die Anzahl der gelesenen Bücher ist tatsächlich jetzt so gestaltet worden, mit Anzahl der gesamten Bücher. Diesmal haben wir anfangsweise von Januar, habt ihr gesehen, die erste Seite waren 2 Seiten für Januar. Dann im März waren es, glaube ich, 4 Seiten und jetzt für einen kompletten Monat maximal 10 Seiten. Da habe ich natürlich auch aufgeschrieben, insgesamt an Seiten für den kompletten Monat. Und da habe ich auch begonnen mit dem Substatus und den Substand zu berechnen. Das heißt, ich habe ausgerechnet, wie viele Sub ich Anfang des Jahres hatte und wie viel ich im Mai hatte. Und ich habe auch erst im Mai begonnen aufzuschreiben, wie der Substand ist. Der vorherige und der nachherige. Weil das war ja die Problematik an den ganzen Gedöns. Die Bücher, wie viele Bücher ich gekauft habe, das habe ich dann so gestaltet. Das hatten wir ja vorher gar nicht gehabt. Dann, wenn Rezensionsexemplare, wie viele? Kürzeste Buch, dickste Buch, welche Bücher habe ich rereadet, welche nicht. Und da habe ich tatsächlich auch die Bewertungen von dem Monat Mai hinzugefügt. Und auch wie immer schon wieder die komplette Rezensionsexemplare bzw. Neuzugänge und das Lesetageverhältnis, wie das aussieht, wie viele Bücher ich überhaupt gelesen habe. Fand ich eigentlich ganz schön. Genau, wieder ein Bild, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Da ist der gelesene Bücherstatus im Monat Juni. Hier habe ich tatsächlich immer so schön gestaltet, ne? Genau, und im Anschluss, wenn ich dann mal das Buch hier, das kann ich jetzt mal vorspringen, wenn ich mal das Buch hier irgendwann mal im Ende haben werde, werde ich euch im Anschluss darauf dann nochmal euch zeigen, weil es ist eigentlich nichts Neues, außer dass ich hier immer mal wieder hier Lesetagebuch, muss ich übrigens ausfüllen, mal mit einer anderen Farbe aufgeschrieben habe. Aber ihr könnt sehen, ich habe das wirklich 10 Seiten. Das sind wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Seiten, 8 bis 10 Seiten für einen Monat. Und hier habe ich schon wieder einen neuen Substatus. Also wenn ich nicht gekauft hätte, hätte ich den nicht nochmal neu gemacht. Immer schön ausgemalt. Habe ich den eigentlich da eigentlich auch gemacht? Ja, habe ich. Genau, auf jeden Fall, ich werde euch dann im Anschluss nach Dezember euch dann zeigen, das könnt ihr ja schon sehen, weil das dann irgendwo später online kommt,
Im Anschluss danach, im September, im September, oh Gott, Moira. Nein, im Dezember, wenn das Jahr vorbei ist, zeige ich euch dann nochmal das komplette Buch, beziehungsweise dort, wo wir stehen geblieben sind, im Juli bis Dezember, weil da kommen natürlich auch noch die wichtigen Inhalte, wie viele Subbücher ich gelesen habe, wie viele Neuzugänge. Da zeige ich dann euch nochmal das Endergebnis vom Buch. Genau. So, ihr Süßen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss nämlich nicht wiederholen. Ich danke für euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Baba!